So, liberalen Freaks, um jetzt die andere Seite der Spindel noch abzuschrauben, brauche ich hier einen Adapter, eine Aufnahme für die Spindel, damit ich die festhalten kann. Ich will nicht hier zwischen die Messer gehen. Also baue ich mir jetzt hier eine Aufnahme, die hier in diese Löcher, 1, 2, 3, 4, in die vier Löcher rein sticht. Und dann kann ich die hier raufsetzen, dann kann ich oben vernünftig anziehen. Yeah! Und dazu werde ich jetzt hier die Oberfläche abschleifen und da vier Schrauben raufschweißen. Jetzt habe ich hier so vier alte Schrauben. Die setzt man einfach drauf. 1, 2, 3, 4. Schweißen die schön fest. 59. Genau gegenüber. Schweißen wir die an. Checker. Schön festschweißen. Oh, passt genau. Halt nochmal richtig gegenüber. Beine mal weg. Erstmal ganz leicht ansetzen. So. Checker. Schon warm. Passt. Passt. Sehr gut. Passt. Wunderbar. Das reichen ja schon zwei, weiß ich nicht. Das sieht auch gut aus. Jetzt habe ich hier da oben. So, jetzt gehe ich da oben rauf. Versuche den zu lösen. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, dass man links die Spindel dreht. Also muss ich so rumlösen. Boah! Mann, ey! Freaks! Das war die einzig richtige Methode, so. Oh, der geht nur selbst ab. Wahnsinn! Yeah! Völlig weg. Völlig verpiecht. So, sehr schön.
und nichts kaputt gegangen. Das war ein richtig geiler Job. Auch da, Freaks, völlig verpegt der Lagersitz. Wie soll denn da das Lager rausrutschen? Zack. Gesprengt. Sehr schön. Sehr schön. Yes. Mann, ey, diese verpegten Ringe. Unglaublich. Ein bisschen schief gehauen. Blam! Wir montieren jetzt hier von diesem Druckgussteil die beiden Einstellmechanismen für das Untermesser. Das bauen wir jetzt auseinander und dann ist das ganze Druckgussteil komplett befreit von allen Bauteilen und dann kann ich es reinigen lassen. Mal gucken, wie ich das wirklich mache. Dazu müssen wir den Sprengring lösen. Zack. So, da kommt eine Unterlichtscheibe, so eine Wellscheibe. Oh. Ich finde den Zustand der Spindel nicht doll. Also, okay, das Ding wurde jetzt 7 Jahre lang benutzt, aber dass nun die Dinge so verpegt sind, das finde ich nicht wirklich gut. Mal gucken, wie ich das wieder schön kriege. Gummihammer. Oh. Dass immer alles so verpegt sein muss. Was da für ein Dreck rausfällt, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist normalerweise das Loch zum Fetten. Mann, ey. Echt. Echt ätzend. Ah. Jetzt ging es schon leichter. Total angeäumelt. Ninjens Kinnersäge. Da soll Fett rein. Also das ist total korrodiert. Mano. Unglaublich. Oh, sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Könnte so leicht gehen, ne? Könnte so leicht gehen. Aber wie leicht sich das bewegt. Das mal, also, oh. Gut. Andere Seite. Die habe ich mit der Schleifscheibe gar nicht. Das war. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber Huch. Guck mal, der fährt. Der fällt wie von selbst hier raus. Ist ja ein Ding. Der ist überhaupt nicht verpegt. Ja, das verstehe jetzt einer. Nichts drin. Ist komplett sauber, die. Da ist nichts eingedrungen. Ganz sauber innen.
Ja, liebe Rasenfreaks, damit haben wir meine E-Flex-Spindel in die Bestandteile zerlegt, die ganzen Lager ausgebaut, den Sitz dieser Führungsdinger rausgehauen. Jetzt will ich die ganzen Aluteile aufarbeiten lassen oder selber aufarbeiten. Dann muss ich die ganzen Ersatzteile jetzt kaufen. Das ist jetzt alles auseinandergeschraubt. Ich weiß jetzt, was ich brauche für die Spindel. Und jetzt werden noch die restlichen roten Teile vom Rahmen abgeschraubt und gehen alles zum Lackieren. Und ja, dann können wir es wieder zusammenbauen. Ha, coole Sache.